Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History und mit dem Jan und Tales of Iron. Ich spiele Tales of Iron, dieses kleine... Ja, ist es nun süß oder ist es blutig? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch beides. Blutig süß, süß blutig. Souls-like Abenteuer-Rollenspiel-Mix, irgendwas. Und wir kämpfen mit Reggie, dem kleinen König. Ui. Ein Thronfolger, beziehungsweise er hat. Aua. Ja, aus welchen. Er hat seine. Nicht die Krone ja schon verdient. Er ist. Offiziell ist er König. Aber die Grünwarze, die der Krötenkönig hat angegriffen, oder Krötenkriegshäuptling, oder wie auch immer. Okay, also der. Dem kann man immer hier nicht ausweichen, aber er ist sehr langsam. Oh, ich brauche einmal Saft. Nein, 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 nein. Oh. Okay, jetzt können wir wieder kämpfen. Habt ihr Käfersaft dabei? Nein. Schade. Käfersaft ist eine wichtige Ressource. Hui! Hui! Eine Mistforke oder sowas. Gewicht macht mehr Schaden als... Macht mehr Schaden? Bringt uns aber in die höhere Gewichtklasse. Ich mach's trotzdem mal. The chef's hat. Reggie must be close. Reggie ist einer der Brüder. Herr Reggie? Achso, Reggie ist er hier. Wie heißt denn nochmal der Koch? Ich hab's schon wieder vergessen. Der Kriegertyp war Dennis, aber... Und der Schmied ist Bam Bam. Wie hieß nochmal der Koch? Aber blocken, kontern und Gegenangriff. Komm her, du. Bogenschützen, Brücken, Tierchen. Nimm das. Zack. Ah, da kommen ja einige hier. Jetzt kommt noch so ein. Aua, Forkentypi dazu. Okay, der Bogenschütze ist immerhin schon mal ausgeschaltet. Konter. Zack, 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 zack. Aua. Aua. Harr. Jawohl. Irgendwelche Bauteile. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann eigentlich. Leute, Käfersaft brauche ich. Käfersaft. Lecker Käfersaft. Der ist nämlich schon wieder leer. Ah, hier gibt's 9. Prima. Her damit. Wieder auffüllen. Kurz speichern. Oh, bist du hier gekettet? Eine böse Kröte hat den Schlüssel. His brother's chef, beaten, chained and left as bait. The Bog brothers, stinking like the place they called home, had done this. Okay. Da kann ich meine Ausrüstung wechseln. Mal gleich mal gucken, hier oben liegt noch irgendwas. Noch mehr Pfeile, aber wir haben keinen Bogen, um sie zu benutzen. Ja, haben wir ausgerüstet. Wie gut, die Frage ist jetzt, ob sollte ich nochmal auf eine leichtere... Oh, das war sogar eine leichte Rüstung. Okay. Sollte ich da auf eine leichtere Rüstung gehen, hat kein Froschwiderstand. Allerdings, das möchte ich eigentlich eher nicht, ne?
Und die hat auch keinen Froschwiderstand. Vielleicht einen leichteren Helm. Schau mal, der hat nur unbedeutend weniger Verteidigung, aber deutlich weniger Gewicht. Dann gehe ich doch mal hier mit dieser Totenkopfmaske. Die hätten noch weniger Verteidigung, die leichten Helme. Ja, dann sieht das doch ganz gut aus. Okay, da oben hängen Käfer zum Trocknen. Ah, herrlich. Gut. Der Bruder heißt also Chef. Oh. Der alte Mühlenbauernhof. Wie viele Kröten sitzen hier denn oben? Komme ich jetzt da einfach so durch? Their leader, Lancelot, had never been bested in battle. Lancelot. He had a lance as lethal as it was legend. But he also had the only key. Lancelot. Ah, ich find's großartig, das Spiel. Gefällt mir richtig gut. Ich mag das. Komm her, Lancelot. Aua. So war das nicht gemacht. Weg, weg, weg. Muss wieder weg von diesem Sprungangriff. Über Keule auch schon. So, den kann man kontern. Ja. Gut, gut, gut. Das muss ich ausnutzen und weg. Ich war auch schon vorbei, immer. Jetzt Verstärkung rufen. Er hat sich jetzt rausgezogen aus dem Kampf und jetzt muss ich hier gegen seine Wichtel kämpfen. Wer denn für einen Anführer? Komm her, Zwergenkeule. Und nun ist er zurück, der Lancelot. Kontern. Und weg. Ich war doch schon vorbei, Mann. War das nicht schlecht, Mann. Käfer sagt es schon wieder am Ende. Ja, immerhin hat er diese blockbaren Angriffe zwischendurch, ne? Sonst wär's ja ganz übel. Oh, weg. Und er ruft wieder seine Wichtel in den Kampf. Krötenwichtel. Oh, da ist hier so ein Schildtyp, dem man nicht ausweichen kann. Aber er ist so langsam, dass man ihn ganz gut von hinten attackieren kann. Oh. Konter. Ausweichen. Leute, ich habe 25 Frösche besiegt. Hurra! Wie der aussieht ohne seine Helm. Nein, weg, 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 weg! Oh Gott, oh Gott. Was war er denn jetzt für Riesensprünge? Hey, jetzt dreht er aber auf. Ah. Nein! Oh, man sieht's vorher, wo er hinspringt. Oh, das habe ich nicht gesehen. Aber ich habe kein Käfersaft mehr. Nein! Ah, okay. Also, muss ein bisschen drauf... Hä? Warum hat er nicht gespeichert, nachdem ich das Zeug eingesammelt habe? Nochmal.
Man muss ein bisschen darauf achten, wo er hinspringt in der dritten Phase. Okay, spannend. Versuchen wir es Their nochmal. leader, Lanzelot, had never been Lanzelot. bested in battle. He had a lance as lethal as it was legend, but he also had the only key. Er hat den Schlüssel für die Ketten, mit denen Chef angekettet ist. Man muss weg, wenn er springt. Man muss weg. Lass mich jetzt schon mal hier verbalisieren. Konter. Und raus. Ja, jetzt ruft er schon seine Mokel. Tanke mal kurz wieder Leben auf. Die sind immer kein so großes Problem hier, die kleinen. Einfach ihre Angriffe einmal blockt und dann hat sich das relativ schnell erledigt. Sagte er und kriegte erstmal einen Treffer ab. Da ist ein Lancelot wieder. Den man mit den gelben Angriffen immer kontern kann. Die gelben kann man immer blocken und kontern. Die roten kann man nie verteidigen. Also dann ist er hier schnell weg. Jetzt kommt er nochmal wieder ausweichen. Angriff, den kann man nicht. Wenn er zu einem hinspringt, wird dann so oder so getroffen. Das war knapp. Blocken, kontern und Abstand gewinnen. Ausweichen, Angriff. Oh nein, das war falsch. Ich hätte in die andere Richtung. Weiter weg, weiter weg. Kurz Leben auffüllen. Ausweichen. Nee, besser weg, besser weg. Und Angriff. Sieht ganz gut aus gerade. Leider noch ist der Kampf nicht durch. Jetzt ruft er wieder seine. Aber das bringt gar nichts, wenn ich ihn da noch angreife, wenn er schon seine Verstärkung ruft. So, da war einer weniger. Oh, wir wollen beide den Angriff machen, damit er nicht ausweichen kann. Wie kann er mich denn da noch mit seinem Bogen treffen kommen? Das war ja wohl frech. Bedeutet allerdings, dass mein Käfersaft jetzt hier schon gleich wieder am Ende ist. Aua! Na, immerhin hat er mir keinen Schaden gemacht. Okay. Dankeschön. So, das ist ein Konter. Man sollte darauf achten, wo er hinspringt, habe ich gesagt. Hm? Man will sich nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Verdammte Axt. Ja, und finishen, finishen. The Bog Brothers Clan were finally destroyed. Reggie knew they would not be the last. Eieiei, das war auch einigermaßen schwierig. So, ein neuer Schild. Bisschen mehr Gewicht, ist aber okay. Und deutlich mehr Verteidigung. Nehmen wir sofort. Danke, Lancelot.
Und den Schlüssel haben wir auch bekommen. Und seine Lanze. Hm. Schaut mal, seine Lanze macht mehr Schaden als der Dreizack, den wir hier haben. Nehmen wir mal. Mal gucken, ob uns das im Kampf verlangsamt. Ich bin mir da nicht so sicher. Pfeile sind wir jetzt voll. Es geht hier hinten irgendwie weiter. Da ist auch die Mühle. Aber ich glaube, wir gehen dann erstmal zu Chef zurück. Und befreien den. Hey Chef! Was geht? Erstmal strecken. The Bog Brothers were dead, and their stench would soon wash away. His brother could go home safe, and the young king would too, after making sure the roads were clear of frog scum. So sieht's aus. Ich werde nochmal hier speichern. Achso, ich kann hier auch den Saft auffüllen. Das ist sehr, sehr wichtig, nicht wahr? Gönnen wir uns erstmal einen kräftigen Schluck. Speichern. Und weiter geht's. Es ruft mich jetzt alles zurück hier in die Festung, aber ich will zumindest mal eben zu der Mühle gucken, wenn ich das kann. Ob ich da rein kann. Kann ich. Ah, die Mühle ist ein Zugang irgendwo hin. Da ist was unter der Mühle, aber von da aus geht es nicht weiter. Also warum nicht direkt mal nachschauen, was da los ist, hm? Ist der Mühlenkeller? Hier gibt es eine Truhe. Was? Ein Kürbis? Weniger Gewicht, aber mehr Verteidigung als die Maske. Ja, komm. Prima. Ja, ich möchte bitte wieder hoch, danke. Okay, von hier aus geht es theoretisch irgendwo hier runter. Aber da geht es sehr, sehr weit weiter. Also ich werde tatsächlich erstmal zurücklaufen. Der Kürbis. Prima. Boing, 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 boing. Oh. Reggie would need more than a sword on the road now, the ranger told him. He offered the king his best bow, a gift from his guild. Robin the Ranger gibt uns einen Bogen. Mit R kann ich Fernkampfangriffe machen. Oh. Ja, gut gemacht. Was, die Mücken haben Metall dabei? The Ranger's best bow was little more than rotten twig and frayed string. But Reggie was grateful that he hadn't been offered the other one. Die Erzählung ist auch prima. Sehr süß, finde ich gut. Die Mücken, greift ihr mich an oder? Nee, okay, das ist nicht gut. Kurz speichern. Kann nie oft genug speichern. Zurück in Langschwanzdorf. Hier sind Feuerwehrratten unterwegs, so wie es aussieht. Und löschen und räumen auf. Oh, gibt's neue Quests? The Elder had started placing quests on the village notice board. Getting the old rat to part with some coin was no bad idea. Considering the funds needed to rebuild the Crimson Fort. Ja, eine Quest, die uns in den Mühlenkeller führt. The grub infestation had spread. The farm basement was overrun,
The farmer should be able to squeeze bug juice in peace. Dann machen wir das doch eben noch schnell, oder? Los, Reggie, lauf, lauf, lauf. Hui. Zurück in den Keller, aus dem du gekommen bist. Zack. Hallo, Herr Farmer, was geht? The farmer had fled his grub-infested basement in terror. He was sure they would destroy his bug-juicing machine before long. Reggie assured the farmer, he would not let that happen. So sieht's nämlich aus. Was bist du denn für ein Käfer? Den habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja nur die Kleinen immer. Okay, der Kleine ist erledigt. Ah, der kommt unten wieder raus. Ja, 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 ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Autsch. Autsch. Okay, einen erwischt. Da kommt der nächste. Ich muss weg, ich muss weg. Ich darf dann nicht da stehen, wo sie wieder rausgegraben kommen. Okay, ja, ging ja einigermaßen, ne? Interessant, dass es immer dann nochmal natürlich neue Gegnertypen gibt. Da wird es auch noch weitere geben, die wir noch nicht gesehen haben. Und die verschiedene Angriffe bringen. Finde ich ganz cool. Einmal mit dem Springen und mit dem Graben. Das ist echt ganz gut gemacht. So, Waffen können wir wegstecken. Hello. Ja, prima Arbeit. Hast du deine Saftpresse denn startklar? Oh, guck mal, eine Rüstung gegen, die besser gegen Käfer ist. Bringt mehr Verteidigung insgesamt? Nee, doch. Mehr Verteidigung, weniger Gewicht. Und Widerstand gegen Käfer. Aber das ist, glaube ich, jetzt primär kein so großes Thema. Wir haben einen weiteren Speer bekommen, der aber schlechter ist. The grubs were gone. The farmer could now make the best freshly squeezed bug juice in all Ratdom. Reggie liked it with bits. Reggie liked it with bits. Okay, er kann also wieder seine Käfersaftpresse hier in Betrieb nehmen. Gut, ich verschwinde mal. Kann mal einen Schluck Käfersaft nehmen und dann auf zur roten Festung. Vielleicht mal speichern. Schadet ja nicht. Schluck rein und weiter geht's. Ups. Von der Brücke gefallen. Na gut, liebe Leute, dann ist das wieder eine gute Stelle, um die Folge hier zu beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.